Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? And it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. And there was a time when you let me know what's really going on below. But now you don't share that with me, do ya? But remember when I moved in you and the Holy Dove, he was moving too. And every breath that you drew was hard. Das war schön, oder? Hat es dir gefallen? Also. Du darfst sprechen. Es fällt mir aber schwer. Also es ist einfach, Nick, es war so, wo du gesungen hast, ich habe mich einfach nur für dich gefreut, dass du so einen Moment erleben darfst, weil das ist genau das, was du verdient hast. Vielen Dank. Okay, Xavier, so stellt man sich doch eigentlich einen perfekten Singer-Songwriter vor, oder? Der Nick ist ja schon ein perfekter Sänger. Der hat ja schon so viel Erfahrung gesammelt, die er uns hier auch geschenkt hat. Man hat einfach gemerkt, wir haben hier jemanden auf der Bühne, der uns etwas gibt, was eigentlich schon vollendet ist. Ich habe mich auch sehr gefreut, jetzt dieses Lied zu hören. Nur habe ich heute tatsächlich entweder deine Nerven gehört oder du warst tatsächlich, weil dir der Song ein bisschen, du hattest Ehrfurcht, wie wir alle vor diesem Song Ehrfurcht haben. Ich habe dich heute ein bisschen angestrengt wahrgenommen. Mal schauen, wie sich das jetzt noch entwickelt. Aber ich habe deine Stimme heute nicht so gehört, wie ich sie sonst immer höre, in der Klarheit. Du hast ein bisschen mit den Höhen gekämpft, aber es hat, glaube ich, auch so geklungen, als wäre es sehr ergriffen. Und deswegen hat, glaube ich, auch Oana hier sich so gefühlt, wie sie sich fühlt. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber es ist einfach immer wieder eine Freude, dir zuzusehen und dir zuzuhören. Ich hatte fast die ganze Zeit die Augen zu und konnte es trotzdem genießen, obwohl ich gefühlt habe, oh, ich glaube, er kämpft ein bisschen dies, das. Ich bin einfach auch Sänger, ich kann mich da nicht ausklammern. Vielen Dank dafür, dass du dir die Mühe gibst, das hier zu machen. Thank you, Xavier, thank you.
Deswegen also die Sonnenbrille. Du döst ab und zu zwischendurch da mal eine Runde weg. No. Ja, natürlich. Pietro, wie hat's dir gefallen? Selvi hat's gut gesagt, bei mir ist genauso. Ich schließe die Augen und ich genieße jeden Ton. Und gut singen können ist die eine Sache. Aber Menschen mit der Stimme berühren zu können, das können nicht viele. Und du hast das 100% geschafft. Auch heute zufrieden mit deiner Entdeckung, Dieter? Naja, ich bin mir im Gegensatz zu Xavier eben sicher in einer Geschichte, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich sitze ja seit 16 Jahren und also das ist ja die 16. Staffel. Und um das einfach mal zusammenzufassen, ich habe noch keinen Künstler auf dieser Bühne gesehen, der das so geil gesungen hat wie du. Und von mir aus war es überhaupt, wenn ich sagen müsste, wer war bisher der allerbeste, was war der beste Auftritt bei DSDS in den 16 Jahren, dann war das der Song mit Nick, ja. Das ist meine Meinung.